ich glaube, nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube auch in Europa ist das einzigartig, dass jemand in seiner Heimatstadt, wo er geboren worden ist, wo er groß geworden ist, wo er zur Schule gegangen ist, auf allerhöchstem Niveau eine Mannschaft trainieren kann im Erstligabereich und eine absolute Top-Mannschaft trainieren kann. Ich denke, davon träumt jeder Trainer irgendwie mal, das irgendwie schaffen zu können. Bei vielen gibt es gar nicht die Möglichkeit, weil es an den Standorten gar keine Top-Mannschaften gibt. Und ja, das war immer mein großer Traum, als ich irgendwann manchmal entschieden habe, diese Trainerschiene einzuschlagen. War natürlich immer im Kopf, irgendwie, wenn du es mal hier schaffen kannst, Trainer zu werden. Also damals war noch nicht mal das Ziel, in der ersten Liga bei den Frauen Trainer zu werden, sondern in Schwerin einfach mal Trainer zu werden. Das wäre eine tolle Sache. Jetzt darf ich hier die erste Bundesligamannschaft trainieren beim Schwerin SC und das ist natürlich das absolute Nonplusultra für mich. Mhm.